Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Letztes Mal haben wir die Turbo-Treter bekommen, haben gegen diese nette Dame hier gekämpft und unser Glumander hat sich zu Glutexo weiterentwickelt. Genau, das war so der letzte Stand und dann haben wir hier gespeichert und jetzt geht's ran an diesen Käfersammler. Sieht zumindest aus wie ein Käfersammler. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Na, der wird sich wundern, dass ich immer noch ein Feuer-Pokémon hat. Käfersammler Attila. Na, mal schauen, ob er auch so ein Krieger ist wie Attila. Der Hunnenkönig war das, glaub. Ich fürchte, nein, auch das Raubtier auf Level 10 sollte uns nicht gefährlich werden. Ist bis jetzt auch der Fall. Ja, ja, schön viel EP dafür. Da wechseln wir auch nicht das Pokémon. Auch wenn er drei von den Dingern hat. Oh, jetzt ist es ein Hornliu. Das wollen wir auch ein bisschen ankokeln. Funktioniert bis jetzt super. Und Raupi nochmal. Nee. Glutexo hat sich einfach bewährt gegen Raupi. Das probieren wir nochmal. Und dann können wir gleich nach dem Kampf es noch mit dem anderen Trainer da weiter oben aufnehmen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, er wurde besiegt. Du hast mich wieder besiegt. Wir gewinnen 120 Poké-Dollar. So, das sieht aus, als hätte der Stein-Pokémon. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Dann hoffen wir mal, dass wir gegen die Gesteins-Pokémon gut ankommen, wenn er denn welche hat. Teenager Egon. Radfratz, okay. Kein Gesteins-Pokémon, sondern auch ein Pokémon, das sehr allergisch auf Glut reagiert. Zwar nicht ganz so allergisch wie die Käfer-Pokémon, aber wir nehmen es hin. Gut. Mit Glut ist alles gesagt, was wir zu sagen haben. Wurde besiegt. Wir halten wieder EP. Und erreichen Level 17. Ein Rettern wird in den Kampf geschickt. Da ist Glutexo eigentlich auch gut. Taubsi ist, glaube ich, schlecht, aber ich würde meinen Taubsi gerne mal leveln. Das entwickelt sich nämlich auch demnächst. Wäre schön, wenn das noch in dieser Episode passiert. Deswegen wollen wir mal versuchen, damit ein bisschen Schaden zu machen. Wir haben verminderten Angriff, weil das Rettern so furchteinflößend war. Mal Windstoß einsetzen. Ich glaube, das war aber ineffektiv. Nee, ist einfach nur nicht sehr schädlich. Dann einfach weiter Windstoß. Unser Taubsi hat genügend HP. Nein, das wickelt mich ein. Boah, wurde ein bisschen durch das Einwickeln verletzt. Wir probieren es einfach weiter mit Windstoß. Vielleicht haben wir eine Attacke, die besser funktioniert, aber ist jetzt eh egal, ist besiegt. Und Taubsi ist beinahe aufgelevelt. Ein Kampf noch, dann ist es auf Level 14. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Wir gewinnen ein bisschen Geld. Ist das nicht doll? So, noch einmal gute Pokémon. Wieder, also noch gesunde Pokémon. So, halbwegs zumindest noch ein Käfersammler. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Weiß nicht, der hatte gerade irgendwie zwei verschiedene Stimmen. Aber da bin ich ja noch am Üben. Der hat vier Pokémon. Und ein Hornlio. Ich glaube, da fahren wir wieder gut mit Glut. Leider haben wir noch keine andere Feuerattacke. Deswegen muss das ausreichen. Ist das Effektivste, was ich habe gegen diese dämlichen Insekten. Gar kein Insektenfreund so privat. Manche sind vielleicht ganz cool. Also Bienen vielleicht, Hummeln. Boah, das war's, glaub. Mehr mag ich nicht. Sei denn, ich hab was vergessen. Nö, sehr, sehr begrenzte Auswahl. Wie heißt denn der? Ich denke immer, das ist ein Pokémon, das er da reinschickt, das ich nicht kenne, aber das ist sein Name. Muss ich beim nächsten Textdurchlauf mal wirklich vorlesen. So, das Raupi ist auch hinüber. Und wir erhalten EP-Punkte. Safcon. Und der heißt Gengolf oder Gangolf. Gengolf finde ich besser. Ja, wir werden es mal wechseln. Und zwar zu einem Flug-Pokémon. Die sollten eigentlich auch wunderbar effektiv gegen Pflanzen sein. Und eventuell gegen Käfer.
Aufrichtigkeit meiner Aussagen würde ich mich nicht verlassen. Das ist lange her. Aber das war immerhin sehr effektiv. So, bitte auf Level 14 Taubsi. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Gut. Und wir haben Gengulf besiegt. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Das ist richtig. Dann trainier mal besser, dann werden deine Pokémon auch gut. Ah. Die hat aber Kampfeslust gehabt. Warum schaust du mich so fasziniert an? Weiß ich doch nicht. Vielleicht wegen dem kurzen Rock? Friederike. So, nochmal so ein Ratten-Pokémon. Da können wir, glaube ich, auch einfach Blut einsetzen. Hat sich in dieser Episode eigentlich ganz gut bewährt. Und ich stehe auch dazu. Gut, noch ein paar EP. Nidoran. Oh, da weiß ich nicht. Da ist das Taubsi wahrscheinlich nicht so gut. Aber leveln müssen wir's. Zumindest wäre es blöd, wenn ich es dann wieder nach der Episode trainiere und sich dann entwickelt. Ich meine, ich kann die Entwicklung durch das Drücken der B-Taste unterbinden, aber ich weiß nicht, ob sich es dann überhaupt noch entwickeln kann. Ich schätze mal, beim nächsten Levelaufstieg wird es wieder versucht. Ansonsten müsste man ja ein Item dem Pokémon geben, sowas wie ein Ewigstein. Aber da bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher. Bleib immer nett. Ich bin immer nett. Was will die von mir? Anscheinend gar nichts. Noch ein Käfersammler. Heute ist mein Glückstag. Oh, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was der gesagt hat. Ist egal. Der heißt Gernot. Ein schöner Name, ein seltener Name. Also schön sei dahingestellt, aber er erinnert mich immer an Gernot Hassknecht von der Heute-Show. Und der gefällt mir dann doch sehr gut, was der so macht. Okay, noch ein totes Raupi. Und gleich noch ein totes Safcon. Mensch, da haben wir heute echt einen Lauf. Ich würde trotzdem mal sagen, Taubsi darf mal wieder ran. Aber das wird sich erst auf Level 16 entwickeln. Müssen wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Sind auf jeden Fall gerade relativ viele Trainerkämpfe. Das ist ganz gut. Windstoß. Und da weht das Sandkorn einfach weg. Zumindest die Hälfte seiner HP. Er setzt nochmal Härtner ein. Das bringt ihm aber relativ wenig. Hoffe ich zumindest. Nee, es ist hinüber. Wunderschön. Wie viel EP? Glutexo hat Level 18 erreicht. Wunderbar. Und wir erhalten nur 84, weil die geteilt sind. Na gut. Du hast meine Pokémon besiegt. Wir gewinnen wieder ein bisschen Geld. Kann nie schaden. Noch ein bisschen wenig aktuell. So, willst du auch kämpfen? Hallo? Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Nee, ich will dich nur bekämpfen. Eine Göre mit dem Namen Robin. Oder Robin, wie es auf Deutsch heißt. Pummelluft, das hat man auch noch nicht. Eigentlich auch ein sehr cooles Pokémon. Auf Level 14, uiuiui. Na, schauen wir erstmal, ob wir mit Blut irgendwo hinkommen. Na, zumindest ein bisschen, oh je, das setzt Gesang ein, das mag ich gar nicht. Ich glaube, da schlafe ich sofort ein. Also mein Pokémon. Obwohl, die Episode wird gerade von mir relativ spät aufgenommen. Ist gerade 1.30 Uhr am... Ja, inzwischen ist es Samstag. Da bin ich auch leicht müde. Aber ich habe ja noch Urlaub, da kann man sich's leisten. So, mein Glutexo schläft. Ich versuch's mal mit dem Taubsi. Wenn das jetzt wieder Gesang einsetzt... Ne, ein Igler. Ein Glück, sonst wäre ich am Ende meiner strategischen Denke gewesen, was ich dann mache. Das igelt sich nochmal ein und wir machen echt nicht viel Schaden. Aber wir kriegen wahrscheinlich einiges an HP. Ich probiere es einfach mal mit Tackle. Das wird schlechter sein. Ja, gut war es auf jeden Fall nicht. Wenn man das Pummelduft schlagen, sollte man einige EP bekommen. Mensch, komme ich heute durcheinander mit KP, HP und EP. Sollte natürlich nicht sein, das habe ich eigentlich drauf. Oh, nur 114.
So knapp vor Level 15. Bleibt mir fern. Hat jetzt nichts anderweitig vor. Ist hier nicht auch ein Pokémon Center in der Nähe? So langsam bräuchten wir eins. Nee, sieht nicht so aus. Ach, ich liebe Turbotreter. Dann schauen wir mal, ob der noch kämpfen will. Natürlich. Hehe, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Hey! Das ist der Gemeine, der seinem Bruder... Hey, der hat doch auch Shorts an. Ansgar. Was für ein Name. Ein schönes Habitat. Das sieht mit dem Filter natürlich auch gut aus. Ach ja, wir schlafen noch. Statuseffekte bleiben ja verstehen. Dann, warten wir, bis das Glutexo aufwacht. Kriegen nur ein bisschen aus Maul. Oder ein bisschen mehr aus Maul. Komm schon, wach auf. Na egal, die zwei Teenager-Jungen haben Shorts an und beide furchtbare Brennnesselverletzungen. Und wir können wieder Glut einsetzen, da wir aufgewacht sind. Jetzt hör mal auf, mich mit deinem Schnabel zu picken. Pieken, was auch immer. So, nochmal 174 EP. Ansgar ist besiegt. Nein, verloren. Und wir gewinnen ein bisschen Geld. Na gut, dann wird's Zeit, um ins Pokémon Center zu gehen. Ich weiß zwar nicht, wann Kevin uns auflauern wird, aber irgendwann wird's passieren und dann will ich vorbereitet sein. Ja, ich wollte jetzt nicht den Pokémon Center Infotext lesen. Ich wollte die doch nur heilen. Ja. Schön rein in die Maschine damit. Super, die sind wieder topfit. Weniger Dialog wäre auch eine Option. Das haben sie zum Glück in den neueren Spielen eingeführt. Das ist echt ein Quality of Life Improvement, dass man nicht mehr immer so ewig labern muss, vor allem wenn es derselbe Dialog ist. Das war früher in den Pokémon-Spielen ganz schlimm. Ich habe auch mal die Originalversion von Pokémon Rot gespielt. Ich glaube, die hieß Rot. Eine der ersten. Naja, das war relativ furchtbar, was man da in Wiederholung drin hatte. Aber für die damalige Zeit wahrscheinlich ganz gut. So, wir setzen Glut ein und das Habitat will ich natürlich. Das will ich fangen. Vielleicht fangen wir auch ein anderes, das nicht tot ist. So, das müssen wir dann nochmal machen. Sind ja jetzt ganz schnell im Gras. Werden wir hoffentlich auch schnell angegriffen. Gut, Level 7, da hat Glut nicht so gut funktioniert. Dann probieren wir es mal mit Metallklaue, das soll gar nicht so viel machen. Oh. Ich bin einfach zu stark. Ich glaub's ja nicht. So. Dann probieren wir es nächstes Mal mit Kratzer. Ein Nidoran, das will ich natürlich auch. Da bin ich vielleicht doch wirklich überlevelt, das hat nur Level 6. Ein Taubsi setzen wir ein. Das hat Level 14, das wird auch interessant. Aber im Notfall kriegt man EP und leveln das Taubsi. Wir probieren es mit Ruckzuckhieb. Das ist schnell, aber nicht so schädlich. Ja, perfekt. So, nur nicht verklicken in den Beutel und dann ein Pokéball. Haben wir noch 12 Stück. Ist das nicht schön? Ich bin so gut vorbereitet. Das war ich damals als Kind nie. Aber ich habe ja jetzt auch mehr Hirnkapazität. Glaube ich zumindest. Manchmal ist das der Fall. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Das hat man auch lang nicht mehr. Seine großen Ohren schlagen wie Flügel, wenn es Geräusche in weiter Entfernung hört. Es fährt giftige Stacheln aus, wenn es verärgert ist. Erinnert mich ein bisschen an meine Kaninchen. Zumindest stupsen die immer, wenn die verärgert sind. Ist eigentlich ganz niedlich, aber ich will sie natürlich nicht verärgern. Ne, kein Spitznamen. Im Moment nicht, da muss ich echt kreativer werden. Ein Minky. Das können wir doch auch gleich fangen. Sonst ist Professor Eich nicht sehr glücklich mit uns. Das war knapp, aber wunderbar geschwächt ist das. Das fangen wir auf jeden Fall jetzt gleich. Pokebälle noch genug. Ach, ich mag die feuerrote Edition. Wirklich eine meiner Lieblingseditionen. Aber nicht die Lieblingsedition. Ich glaube, die
Edition, die ich am meisten mochte von allen, die ich gespielt habe, sag ich direkt, nachdem ich das hier vorgelesen habe. Leichtfüßig, beschwingt und ungezügelt ist dieses Pokémon. Wenn es wütend ist, verfällt es in unkontrollierbare Raserei. Das ist aber nicht gut. Nee, das Minky kriegt auch keinen Spitznamen und wird gleich in eine PC-Box reingetan. Komme ich gar nicht dazu, mein Lieblingsspiel zu sagen. Doch, ist einfach Pokémon Smaragd. Also die Smaragd-Edition mit Rayquaza und den zwei. Traumhaft. Die werde ich auf jeden Fall auch noch let's playen. Da habe ich die stärkste Nostalgie. Genau, und ich dachte mir, ich fange einfach mit Feuerrot an. Aber Smaragd wird auf jeden Fall eventuell sogar das nächste Pokémon-Spiel sein, was ich machen werde. So, wir probieren es mit Tackle. Und das sieht doch gut aus. Können wir gleich das Habitat fangen. 9 Pokebälle verbleiben. Komm schon. Rein in den Ball und dann rein in die Box. Vielleicht erinnere ich mich irgendwann an dich, aber wahrscheinlich nicht. Aber Professor Eich ist glücklich und dann bin ich glücklich. Es fliegt geschäftig umher. Auch wenn es schwach erscheint, kann es ein starker Gegner sein, der Spiegeltrick einsetzt. Das ist mal ein Eintrag, auch kein Spitznamen. Wunderbar, auch in die Box gestopft. Ich glaube, dann haben wir hier eigentlich so alles, was geht, gefangen. Hier hätten wir auch noch einen Taubsi. Fliehen bin ich kein Fan von. Zumindest jetzt am Anfang. Wir machen es einfach fertig und dann, ja, nehmen wir die 47 EP mit. Und dann geht es auch schon weiter. Hab das Gefühl, Kevin haut mir gleich aufs Maul. Nee, noch nicht. Wäre hier auch ein Pokémon Center? Weiß ich noch nicht. Bekämpfen wir erstmal den da unten. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Schade, dass der nicht kämpfen wollte. Mal schauen, was hier sich noch im Gras versteckt. Ein Taubsi wieder. Das werden wir auch wegbrutzeln. Ja. Wenn das so weitergeht, kommen wir ja noch auf Level 19 in dieser Episode. Ist gar nicht so schlecht für den Anfang. Noch ein Nidoran. Und kein Nidoran mehr. So, mal noch 2 Pokémon hier abwarten, schauen, ob was Tragisches passiert. Zum Beispiel das, ein Pummelluft. Das hätte ich natürlich auch sehr gerne. Da wählen wir wieder ein schwächeres. Am besten das Taubsi. Das kann zumindest einen leichten Tackle oder einen Ruckzuck-Hieb. Oh nee. Oh, ein Glück. Das hat Gesang eingesetzt. Ist aber viel geschlagen. Dann schnell ein Ruckzuck-Hieb. Und Gesang ging nochmal daneben. So, dann ist es aber geschwächt genug, dass wir den Pokéball zücken und dann ist es auch schon unsers. Könnte ich eigentlich auch in die Party aufnehmen, muss ich mal schauen. Noch ist er auf jeden Fall unausgeglichen. Pikachu und Taubsi werden auf jeden Fall erstmal bleiben, bis was Besseres auftaucht. Es fesselt die Gegner mit seinen großen runden Augen und versetzt sie in Schlaf, indem es eine beruhigende Melodie singt. Ist das nicht toll? Vor allem für Leute, die Schlafstörungen haben wie mich, wäre das doch praktisch. So, was steht denn hier auf dem Schild? Route 3 zum Mondberg. So, ein Pokémon, warten wir noch ab, was es ist. Vielleicht ist es ein Shiny, ist kein Shiny. Schade eigentlich. Obwohl, das Pokémon ist auch so bunt genug. Und es wurde besiegt, wir halten noch ein paar EP. Und dann geht's weiter. Ich glaube, hier will wieder einer kämpfen. Der sieht kampfeslustig aus. Der hat irgendwas in seinen Augen, verrät mir, dass er kämpfen will. Oder auch nicht. Oh, das ist ja der Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Rocco ist cool. Er ist nicht nur stark, sondern auch beliebt und wird respektiert. Ich möchte auch ein Arenaleiter wie er werden. Na, Ambitionen sind immer gut. Das heißt, hier sind keine Kämpfe mehr. Aua, ich bin über einen Kleinstein gestolpert. Ein Stein-Pokémon.
und das tut mir leid für dich. Musst halt deine Augen aufmachen. Liegt hier ein Item, das Gras sieht so schattig aus. Eine Persimbeere. Das war reiner Zufall. Einfach weil das so leicht dunkler aussah. Irgendwie die Steine noch andrücken, aber bringt nichts. Ein Schild. Mondberg. Tunneleingang. Gut zu wissen. Erstmal ins Pokémon Center und nochmal hochheilen und vor allem mit den Leuten reden. Willkommen im Pokémon Center. Den Rest lese ich nicht mehr vor. Ja, ja. Sehr gut. Ist ja immer derselbe Text. Das vergesse ich leider. Ja, ist gut. Gut, Pokémon sind wieder topfit. Wie sieht denn unser Team aus? Kann ich... Raupi und Hornlio kann ich natürlich ablegen. Dafür habe ich im Moment keine Verwendung. Jemandes PC. Dort Pokémon bewegen ist das Beste. Da kann ich nämlich auf die Team-Pokémon und das einmal in die Box stecken. Zwar mit mehr Klicks als mir lieb ist, aber es funktioniert trotzdem. So, absetzen. Und wir nehmen das Pummelduft mit. Schön in die Team-Pokémon. Und da. Herzlich willkommen, Pummelduft. Das hätte ich Pummelchen nennen können. Das war eine verpasste Gelegenheit. Wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Dankeschön. Das Team Rocket... komplett versaut. Das Team Rocket theorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldung über Team Rocket Schandtaten. Ja, das muss ich vielleicht nachsynchronisieren. Eventuell auch nicht eine Zeitung. Irgendwann klappt das beim Sprechen besser. Ich bin optimistisch. An meinem Gürtel hängen 6 Pokebälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Das ist gut zu wissen. Aber auch da würde ich sagen, irgendwie wusste ich das schon. Tief in meinem Innern. Mann, hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500 Pokédollar. Interessiert? Ja, ich hab's mal gekauft. Wir bezahlten 500 Dollar für ein Carpador. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Wollen wir es einen Spitznamen geben? Nein. So. Ist es ein Shiny? Ist es ein Shiny? Nein. Sieht nicht so aus. Ich glaube, das wäre golden, wenn es ein Shiny wäre. Ist egal. Carpador entwickelt sich in Gyarados. Das wird dann mein Wasser-Pokémon. Und jetzt können wir eigentlich schon weitergehen. Ich glaube, ich habe mit allen geredet. Ab in den Mondberg. Mondberg. Noch schön hell hier. Und hier links liegt gleich was. Ein Kleinstein. Das müssen wir natürlich auch gleich fangen. Das werde ich erstmal kratzen. Oh, das ist nicht effektiv. Ich wollte halt nicht gleich Metallklaue einsetzen, dass es wieder platt ist. Vielleicht hält es aber Metallklaue auch aus. Die sind ja verdammt zäh, die kleinen Steine. Ne, das war nicht so zäh. Kann passieren. Wir sind gleich Level 19. Servus, ich bin das Hilfemenü. Okay. Warum bist du jetzt an? Was habe ich gedrückt? Ich wollte doch kein Hilfemenü. Kugelsaat. TM9. Die Höhlen sind immer nervig. Wir haben immer angegriffen. Ein Zubat. Das sieht immer... Das ist das Pokémon, was mich mitunter am meisten nervt. Weil wenn man in Höhlen geht, vor allem in dieser Edition, das meiste, was einem begegnet, ist ein Zubat. Ich hasse Zubat so sehr. Aber gefangen hätte ich es jetzt trotzdem. Es war keine bewusste Entscheidung, das fertig zu machen. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Du bist doch hier derjenige, der Streit anzettelt. Käfersammler Garrett. Ein Glück ist es ein Käfersammler. Dagegen habe ich die richtige Antwort. Oder darauf habe ich die richtige Antwort. Glut. Ja, jetzt haben wir geröstetes Hornlio. Und als nächstes wird was geröstet? Ein Kukuna. Hat man heute, glaubt, nur einmal. Kommt mir bekannt vor aus der Episode. Hab ich schon wieder vergessen. Irgend so ein Käfersammler wird es dabei gehabt haben. Bin ich mir fast sicher.
So, besiegt, EP, yay. Und ich krieg noch Geld. Du hast mich eiskalt erwischt. Oh, nur $130. Das ist ein Drittel vom Trank, das ist echt gar nichts. Und wir haben einen Paraheiler gefunden. Bin gespannt, was der denn machen wird. Kleinstein. Na gut, da probieren wir es nochmal vielleicht mit Metallklaue. Diesmal hat sie ja volles Leben. Oh, wir haben verfehlt. Wie kann mir das denn passieren? Komm schon. Hau drauf. Ah, nicht so sehr. Das war ein bisschen zu viel. Na gut. Das nächste Kleinstein fassen wir dann eben mit Samthandschuhen an. Oh, die will kämpfen. Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Ist das wieder so eine Göre? Ja. Göre Iris. Und die hat einen kleinen Pipi. Also, hat ein kleines Pipi. So, Glut verträgt es, glaube ich, auch nicht so. Es brennt, also hat es wirklich nicht vertragen. Duplexieb, okay, macht mir nicht viel Schaden, das ist schön. Oh, hat 4-mal getroffen, darunter 5-mal getroffen und ein Volltreffer dabei. Na, wenigstens schadet die Verbrennung dem. Na gut, dann setzt man nochmal Glut ein. Wir kriegen eine Zugabe. Ah, die Verbrennung sollte jetzt den Rest machen. Na? Ja, hat gereicht. Wunderschön, 204 EP. Und Iris ist besiegt. Ich habe verloren. Und 2/3 von dem Trank haben wir bekommen. Sei vorsichtig, Zubat ist ein Blutsauger. Ja, ich weiß. Kein Zubat-Freund, wie gesagt. Und da ist noch eins. Gerade wenn man über sowas redet. So, was verträgt das? Metallklaue ist, glaube ich, nicht so effektiv dagegen. Also so mittel. Oh. Mein Glutexo ist wirklich zu stark. Wenn ich Pokémon jetzt fangen will, dann sollte ich die, glaube ich... Ach, hier ist wieder der Ausgang. Das war vielleicht ein bisschen dämlich. Na gut, dann gehen wir mal weiter nach rechts. Solange schön beleuchtet ist, unten ist noch ein Item. Das braucht man unbedingt. Könnte hier irgendwie ein Meisterball sein? Ein Kleinstein. Level 9. Ich würde es nochmal mit der Metallklaue probieren. Wenn es denn gefangen werden will, dann wird sich schon melden, indem es überlebt. Das wollte nicht gefangen werden. Dafür leveln wir. Das geht doch auch. Oh, ein Wissenschaftler. Hey, schleich nicht so herum. Ich bin doch gar nicht geschlichen. Wie heißt denn der? Ach, das ist kein Wissenschaftler, das ist ein Streber. Mirko. Und was schickt er? Ein Magnetilo. Dagegen bringt mein Feuer ja nichts. Probieren wir aber trotzdem. Oh, Feuer bringt doch was. Ups. Na gut, wenigstens sehr effektiv. Man kann sich ja immer mal irren. Was hat denn? Rauchwolke. Vielleicht lernen wir Rauchwolke. Bringt zwar auch nichts, aber Heuler werde ich niemals einsetzen. Deswegen vielleicht lieber Rauchwolke. Nur, dass es da steht. Ja, Glutexo erlernt Rauchwolke. Ist das nicht schön? Wenn man in dem Alter auf Level 20 noch was lernen kann. Voltoball. Auch ein sehr schönes Pokémon. Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal im Pokémon-Anime gesehen. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt müssen wir es besiegen. So dreht sich das Blatt. Und wir haben es besiegt. Wir bekommen schöne EP. Und der Streber ist besiegt. Na gut. Dann einmal hier das Item. Ein Trank. Das sind 3/3 von einem Trank. Also einer. Das ist wunderbar. So, ich sehe gerade auf die Uhr und würde sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Als Hinweis, da die Episode Sonntag erscheint, werde ich in der Zwischenzeit bis nächste Woche Samstag wieder Pokémon trainieren. Das Taubsi werde ich auf Level 15 bringen. Ich will, wie gesagt, nicht, dass es sich entwickelt. Ich schaue mal vielleicht, dass es so kurz vor 16 ist. Das Pikachu werde ich trainieren auf, sagen wir mal, Level 20. Das Nidoran und das Pummeluff werde ich auch trainieren. Und
Wenn ich ganz masochistisch bin, mache ich beim Carpador auch was, bevor wir den EP-Teiler bekommen. Das sehen wir dann. Also einige Pokémon werden angehoben auf die Stufe von Glutexo. Taubsi, die Entwicklung würde ich tatsächlich gerne aufnehmen oder zumindest im Let's Play haben. Deswegen muss ich da mal schauen, wie ich das mache. Genau, das wird passieren. Das wird hoffentlich passieren bis zur nächsten Episode. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.